Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Hof Bergmann. So, wir werden wieder mit Tiere versorgen. Ich habe ja im Livestream ein bisschen was gemacht. Was war hier schon so an die Tage? Also wie feldfertig. So, jetzt wollen wir hier nochmal Futter nachfüllen. Haben wir gestern im Livestream die andere Schaufel geholt. Also in Form Livestream, ich habe die Volumen konfiguriert, im noch ein paar Sachen hochgeladen. Weizen rein. So, die. Morgen stund halt Gold im Mund, upsala, angedengelt. Wie sieht es aus? Und noch eine Ladung vertragen. Küken haben wir auch wieder, aber das Problem ist an den Küken, ich habe dann keine Kisten mehr. Steht jetzt so viel rum oder ich weiß es nicht. Der Ping ein bisschen hoch. Aber egal. So, und nochmal voll machen. Ich habe noch ein paar andere Aufgaben, die ich im Livestream am Montag vorbereitet habe. Heute ist zwar Donnerstag, aber ich hatte Dienstag und Mittwoch am Montag noch aufgenommen. Daher ist ein bisschen gespoilert im Livestream immer, weil ich ja da da geht jetzt erstmal, das ist voll. Steigen. Schauen wir mal die Kisten hier. Wo hänge ich jetzt gerade fest? Glaube, hier hänge ich gerade in der Schubkarre. Warum auch immer. So, und den Schrank öffnen. Erste Ladung haben wir. Mal gucken, wann ich die denn. Wegfahre, schaffe, was auch immer. So, haben wir alle. Ah, ist wieder eckigen übrig geblieben, oder? Ich krieg schon nichts Neues rein hier, das übrig geblieben ist. Jetzt raus? Nee. Muss man mit Trick 17 dann arbeiten. Und ich hab schon eine leere Kiste. So. Ach man. Wir lieben alle das Kistenhandling. Raus. Ist es jetzt raus? Ja, es ist raus und steht aber noch 0. Ach Mann.
denn heute los mit den Boxen? Mir ist gefühlt das Zehn immer runtergefallen. So, beim Metzger kann man noch nicht gucken, der macht erst um 9 auf. Das ist alles rausgibt, kann man die nächsten Pütis wieder reinsetzen. Dann nehmen wir die Box hier hinten gleich. 2 Tage, dann ist das wieder IO. Oha. Hoffentlich werden die noch was. Das ist jetzt Rührei. Wir werden sehen. Oho. Hühner sind versorgt. Alte Schweine gucken wir gleich nochmal. Da ist wieder eins. Hast du jetzt wieder? Ist noch nicht ganz so weit. Lass mal noch ein bisschen liegen. Es muss noch ein bisschen, wie man so schön sagt. So, haben wir irgendwo einen Schlepper, sag mal. Den nicht. Den hier nehmen wir, Schlepper. Der Strohballen ist bestimmt auch jetzt weg. Wollen wir gleich mal ausmisten. Koppeln. Slowly. Ich mache heute mal eine Folge Tiere versuchen, muss auch mal sein. Ne, sobald ist noch nicht ganz weg. Ach mal. So, jetzt haben wir schon Winkel. Gucken wir mal hier vorbeikommen, aber eigentlich sieht es gut aus. Wenn man halt ein bisschen seitlich rum, passt das auch. Ein bisschen Arbeitslicht an hier. So langsam könnte ich oben mit Mist hier düngen. Mist oder dann Kompost irgendwann. Wenn wir so weit sind. Aber eins nach dem anderen. Haben wir doch schon wieder die nächste Ladung. Mal gucken, wie viele Kühe wir schon wieder haben. Neue Kälber.
Da runterkommt, was für Geräusche, hier fährt eine Kehrmaschine vorm Haus lang. Oh ne, ich dachte gerade, wundergott, was das ist. Muss doch hin jetzt Windrasch mal mit, man muss jetzt erschrecken. So, haben wir noch ein bisschen was? So, Deli. Wissen, wie viel Liter das sind mittlerweile. Wenn wir vielleicht demnächst ein zweites Förderband holen. Und mir bei Gelegenheit einen Miststreuer zulegen. Das wäre doch schon mal eine, sag ich mal, eine Art Errungenschaft. Stall ist wieder sauber. Müssen wir nur noch füttern. Und dann haben wir noch die Kühe und Co. zu wässern. Soll ich mal gucken, wo das Futter steht dort. Steht da der Futteranhänger. Muss ich dann demnächst auch wieder Neues machen. Ich hoffe, die 2600 Liter reichen. Ich sitze hier erst bei meinen Mutschekühen. Ich sehe, geht es den prächtig dreschen, kommen noch nichts. Ist auch gut gereift, aber noch nicht anreif. Also haben wir jetzt heute und so noch ein bisschen. Heute Morgen haben wir noch ein bisschen hier zu tun am Hof. Damit können wir uns noch ein bisschen beschäftigen mit gewissen Kleinarbeiten. Strand oder was? Gut reicht. So. Ja, ich hier gerade ein bisschen arg. Ja, ich habe liebe Kühe, kann ich den Zoll laufen lassen. Die büchsen mir schon nie aus. Wasser sind auch.
Muss bei den Schafen bloß mal gucken, zwecks Ballen schubsen. Muss ich nämlich immer mal ab und zu mal gucken, zwecks den Wollballen. So. Ich will das mal wegnehmen. Machen wir nämlich die Schepsis auch alle versorgt. Die freuen sich heute dabei. Also ich muss bloß gucken. Der ist voll. Der ist auch voll und nicht hier voll runter. Wenn ich jetzt nehme mit voll. Und da braucht noch bitte. So, die Tiere sind versorgt. Hier drüben habe ich mir meine neue Errungenschaft, die Ballenpresse vom, die es jetzt erstmal als Beta gibt. Und dann hier noch Dingsbums. So, Anhänger muss ich auch noch abladen. Wir haben noch reichlich zu tun. So, ein Kälbchen haben wir schon wieder. So, Dilly. Gehen wir noch mit unserem Kälbchen runter spazieren, dann haben wir die Folge nämlich schon wieder geschafft. Am Walking. Und die Bullen bringen auch nicht schlecht Geld, habe ich festgestellt. Na ja, komm. Bei Fuß. Ich muss den bloß mal gucken, aber das mache ich dann im Off höchstwahrscheinlich, wie es denn aussieht auf den Stellen jetzt hier an Tieren. Zack. Jetzt gucken wir gleich nochmal. So, 8 Ziegen. 10, 10. Also Ziegen haben wir 8, Schafe haben wir 10. Produktivität dauert ewig, bis was kommt. Schafe sind wir bei Produktionsrate 96 Stunden und 74 Stunden nächsten bei Ziegen. Dauert wirklich eine ganze Ecke. Kühe, oh ja, nächste Tier in 60 Stunden, also in knappen 3 Tagen. Auf der Weide. Hier passiert nichts und oha. Schon wieder 1000 Liter Milch. Schon wieder ein Tierchen. Okay. Tiere sind alle versorgt. Ich komme jetzt zum Folgenende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Jaso.